KinoCast. Also, herzlich willkommen hier zur neuesten Sendung vom KinoCast, mittlerweile Ausgabe 669. Was jetzt? Ich fand das so schön, wie du das gesagt hast. Ah, 669. Ja, ja. Hätte auch sagen können. Worum geht's heute? 669. Ja. Ja. Hallo Kate. Hi. Ja, die Kerle wieder hier. Ja, hallo ja. Chris. Hi. Was besprechen wir heute für Filme? Heute die aus dem oberen Regal. Heute besprechen wir den Vorhang. Als erstes müssen wir was ganz anderes besprechen. Achtung, jetzt kommt hier ein kleiner Einspieler. Ja, die Kinos öffnen wieder. Yay. Yeah, yeah, yeah. Das letzte Geräusch war das Beste, diese alte Filmrolle. Ja, das, ich kenne also wenn die heutigen, ja, ich kenne das auch noch, aber wenn die heutigen Festplatten solche Geräusche machen, dann haben wir ein Problem, hey. Ja, gut, in manchen Kinos wird wahrscheinlich sogar noch analog irgendwie abgespielt oder so vielleicht. Ja. Ich habe ja sogar mal so einen Filmvorführerschein musste man da machen. Da musste man das lernen, wie man da hin und her überblendet und so, ne? Und schneiden, richtig schneiden, also was heutzutage mit Adobe Premiere oder so geht, ne? Das war richtig von Hand. Oder anderen tollen Programmen. Ja, ja, oder andere, oder Magix oder weiß nicht, TMPG Eng nehme ich neuerdings, ist super. Okay. Ja, genau, also die Kinos öffnen wieder. Tere, wir haben nämlich die Meldung bekommen. Ab dem 1. Juli leider erst, also den Juni müssen wir noch durchstehen mit den Heimkinos. Das schaffen wir auch noch. Das schaffen wir auch noch. Also die Filme, die Qualität der Filme nimmt zwar stetig ab, besonders die ich aussuche, aber ja. Es besteht Hoffnung. Die Kate hat, glaube ich, noch ein paar gute reingepackt. Ich hoffe doch. Also es gibt hier eine gemeinsame Presseerklärung der verschiedenen Film- und Verleiherverbände, die werde ich euch jetzt nicht im Detail vorlesen, aber ihr könnt euch freuen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, denn ja, die ab dem 1. Juli starten die Kinos wieder und das wird natürlich auch dazu führen, dass die ganzen Filmverleiher jetzt endlich ihre Filme releasen können. Natürlich werden die ganz großen Dinger wie James Bond oder so, die werden jetzt deswegen noch nicht laufen, sondern man wird erstmal im kleinen Rahmen das testen. Also angekündigt für Deutschland sind zum Beispiel Catweasel, der Film mit Otto, den ja auch sehr viele kennen, weil es da eine beliebte Serie gab. Dann der Oscar-Gewinner Nomadland wird anlaufen, den werde ich auf jeden Fall im Kino schauen. Der Rausch, dann Familienfilme Peter Hase 2 zum Beispiel. Yay. Ja, Fast and Furious 9, Cash Truck. Ja, aber Fast and Furious 9, da wird viele Besucher ins Kino ziehen. A Quiet Place 2. Und ja, genau, hat der Chris vorhin gerade noch rausgefunden. Und wenn ich mal eine Bitte hätte an alle, die ihr jetzt hier die Sendung hört, ja, wir besprechen ja hier Kinofilme und euch liegt ja auch so ein bisschen was an den Kinofilmen. Könnt ihr bitte alle, wenn die Kinos wieder aufmachen, den Kinos einfach die Tür einrennen und Popcorn und Nachos und sonst was alles mit dazu kaufen und euch einen richtig geilen Tag machen und dann gleich am nächsten Tag wieder reingehen in den nächsten Film oder wenn euch der Film gefallen hat, nochmal reingehen und allen Bescheid sagen. Ich muss da gerade ganz und sich währenddessen bitte an die Regeln halten. Ja, natürlich. Aber ich habe gestern eine Folge Family Guy gesehen, wo sie einen Film machen müssen. Also Stewie und Brian machen per Kickstarter-Projekt einen Film und brauchen eigentlich bloß wollen 3.000 Dollar und nehmen 1,5 Millionen ein. Und müssen dann diesen Film machen, einen Hund, der Eishockey spielt. Aber es geht gar nicht groß darum, sondern dann hocken sie nachher bei der Premiere und Chris Griffin hockt nebendran, der auch mitgewirkt hat und meint nur so, oh ja, wir haben so viel eingenommen, wir haben den Film tatsächlich abgedreht und wir hatten 300.000 Dollar übrig, damit wir uns wenigstens noch Snacks im Kino leisten können. Ja. Also gebt 300.000 Dollar auf jeden Fall aus an die Snacks im Kino, denn also die Kinos haben jetzt so lange gelitten, echt, und viele haben es versucht, irgendwie durch die schwierige Zeit, denn die hat es wirklich am heftigsten betroffen, während jetzt andere oder Restaurants, die hat es natürlich auch sehr heftig betroffen, aber die konnten wenigstens noch so eine Art Abholservice machen, aber Kinos geht halt schlecht und die
Ja, also rennt den Kinos in eurer Region, überall, wo ihr seid, rennt denen einfach mal die Türen ein, ja. Nutzt das aber, achtet genau drauf, wie ihr das machen müsst. Wahrscheinlich muss man vorher online irgendwie reservieren und mit Abstand und so weiter und setzt Masken auf und so weiter, damit es nicht gleich wieder schief geht alles. Ja, aber das ist meine Bitte, ja. Rennt den allen wirklich die Türen ein. Die können es so gebrauchen und ihr habt so viel Geld gespart, weil ihr die letzten Monate nicht im Kino wart. Genau. Also macht das auf jeden Fall und wir werden euch auf jeden Fall am weiter informieren, was für Filme anlaufen, was ihr da sehen könnt. Ich habe auch tatsächlich, als ich die News geteilt habe auf Twitter, hat mir gleich eine junge Dame hier aus Stuttgart geschrieben, ja, sie weiß ja gar nicht, was jetzt läuft, weil da so viel hin und her verschoben wurde. Ich würde jetzt einfach mal empfehlen, schaut mal, wenn ihr Facebook habt, bei der Kinocast-Seite vorbei und liked die mal. Wir werden da versuchen, immer die neuen Sachen dort wirklich ganz schnell reinzuteilen von den einzelnen Verleihern, sodass ihr das immer relativ schnell reingespült bekommt, weil ich weiß nicht, wie ich es auf den anderen Kanälen so gut hinkriegen sollte. Ich glaube, Facebook ist da eine ganz gute Anlaufstelle. Ansonsten, wer nutzt denn noch Facebook? Ja, es sind schon noch einige, glaube ich. Ansonsten werde ich auch mal was mit verlinken in den Shownotes. Das ist die offizielle Kinostartliste des Verbandes der Filmverleiher, VDF. Da sieht man eigentlich relativ gut in der Übersicht nach Datum sortiert, welche Filme anlaufen, in welcher Startwoche. Da stehen natürlich keine weiteren Informationen, wie jetzt bei Kino.de oder Filmstarts oder sowas, aber wenn euch ein Film vom Namen her zumindest was sagt, dann könnt ihr ja dort mal schauen, aber das ist eine sehr übersichtliche Liste. Jo. Das war eigentlich das dazu. Es wird auch hier, das ist für die, die in der Stuttgarter Region wohnen, interessant sein, dass der sogenannte Kastellsommer, das heißt hier im Römerkastell in Stuttgart, gab es alljährlich immer so ein Open-Air-Kino und das wird natürlich auch stattfinden. Das ist jetzt ein bisschen unabhängig von diesem, von der normalen Kinoeröffnung, denn das ist so eine freie Himmel, also das wäre wahrscheinlich sowieso möglich gewesen. Da startet der Vorverkauf am 3. Juni, also der ist schon gestartet. Da könnt ihr auf die Webseite www.kastellsommer.de gehen und könnt dort euch die Tickets buchen. Da laufen echt coole Filme, zum Beispiel auch vom Fantasy Filmfest und auch so ganz normale Filme. Guckt da mal. Man kann dann auch die Fußball-Europameisterschaft schauen. Ah, gut. Das ist ja auch nicht schlecht, weil da sind ja einige, man kann ja nicht alle im Free-TV schauen diesmal. Das ist ja eine kleine Besonderheit. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Frankreich gegen Portugal, wird ja nicht im Free-TV übertragen, sondern bräuchte man Magenta-TV. Was wir haben. Ja, aber nicht alle. Ja, das stimmt. Und ist auch ein bisschen umständlich da mit der Einrichtung, aber nur ein bisschen. Genau, ja, wäre schön, wenn es beim Sky Q-Receiver mit bei den Apps drauf wäre, aber na gut. Diese blöde Kiste da. Was habe ich mich da schon geärgert? Okay, dann fangen wir doch mal an direkt mit dem Highlight des Tages. Der Film Dope Under, den ich ausgesucht habe. Denn der wurde mir angezeigt als neuer Film. Shame. Ja, Shame. Shame. Als neuer Film Shame. Bei. Shame. Als Neustart bei Amazon. Und habe ich gedacht, ja, weil hier gibt es ja gewisse Affinitäten zu Australien und das war ein australischer Film und das Cover sah ganz lustig aus mit dem Känguru und so. Und es geht darum, dass so ein paar Jugendliche, die ist wahrscheinlich so diese so eine Art Spring Break oder wie eine, oder ist das die Abschlusszeit in Australien? Weiß das jemand von euch da, diese Schoolies, was das bedeutet genau? Also Schoolies sind, ja, glaube ich, die Schulabschlüsse. Genau, richtig. Also okay. Australien hat ja ein anderes Schulsystem. Bei denen ist ja beginnt das Schuljahr ja im Januar und endet im Dezember. Hm. Also wie das normale Jahr auch. Und die haben ja dann Großferien und die Schoolies sind dann die fertig sind mit der Schule quasi. Okay. Ja gut, aber wenn es im Januar beginnt und im Dezember endet, haben sie nicht viel Ferien. Ja, also irgendwie, so, ist halt das Schuljahr, also das sind schon Ferien zwischendurch, aber das Schuljahr ist ja wie bei uns, ist es ja nicht wie bei uns September bis August, sondern bei denen ist halt Januar bis Dezember, also wie das Kalenderjahr auch ist. Okay. Genau. So, also die haben ihre Abschlusszeit sozusagen, die Abschlussklasse und wollen da so ein bisschen einen drauf machen und kommen aus Versehen an ein Paket Drogen und wie es halt immer so ist, ne? Nee, nicht wie es immer so ist, sondern als erstes mal wird dieses
Paket geöffnet und wird festgestellt, was das ist. Und der eine nimmt gleich irgend so ein Teekännchen von den Eltern von dem einen aus dem Regal und nutzt das so als Bong und zündet sich da einen an. Und dieses Teekännchen geht dann zu Bruch. Und das war aber so ein Familienerbstück, ein ganz teures Ding. Und sie kommen dann halt auf die Idee, um dieses Teekännchen wieder zu beschaffen, weil der Vater von dem, der ist wohl nicht ohne. Wir erfahren dann auch später, was es mit dem auf sich hat. Kommen sie auf die Idee, dieses Dope, was sie da haben, irgendwie zu verticken und um da Geld zu generieren, um sich bei eBay Kleinanzeigen so ein Teekännchen wieder zu kaufen, um das zu ersetzen. Blöd nur, dass gerade in Queensland, wo die ganze Sache spielt, gerade ein ziemlicher Besen durchfegt, ein Justizbesen, der dafür sorgt, dass dort die ganze Ecke irgendwie drogenfrei gemacht werden soll. Und sie haben eigentlich kaum noch Möglichkeiten, dieses Dope irgendwo zu verticken, weil irgendwie alle Strukturen sind irgendwie weggebrochen. Sie nehmen dann Kontakt auf mit einer, die auf so einer Spielplatzschaukel sitzt und immer irgendwas verkauft, irgendwelche Tabletten oder sowas, und fragen die, ob sie denen helfen kann. Und die stößt dann mit zu dieser Party dazu. Und dann kommen sie auf die Idee, sie gehen einfach an den Strand, wo immer die ganzen Partys sind, und werden das dort verticken und fahren dann mit ihrem Bulli dahin, der sehr auffällig ist, und haben dann auch so ein riesen Schild gebastelt, in welchem Motel sie sitzen, wo sie das Dope verkaufen. Allerdings kommt dann auch die echten Drogenhändler finden das auch nicht so witzig, dass da jemand bei denen wildert, und die wollen natürlich auch ihr Dope zurückhaben, und ja, diese üblichen Verwicklungen in solchen Filmen. Also man hört das schon raus, man kann da jetzt keinen Oscar-Kandidaten erwarten aus diesem ganzen Ding. Und, was? ich fand es aber mal irgendwie ganz nett, da so diese, ja, mal Leute zu sehen, die ich überhaupt noch nicht kannte, die Schauspieler und so, ne? Mal frische Gesichter zu sehen und ein ganz neues Setting. Ich meine, Australien haben wir jetzt nicht so oft im Kino. Und die Art und Weise, wie es gemacht war. Also gerade so dieser Typ, bei dem sie dann das Teekännchen kaufen und so, diese absurde Situation, in die sie da so reingeraten, das fand ich schon teilweise ganz lustig. Aber es ist natürlich nicht der Riesenwurf, der Film. Oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Das hast du jetzt aber sehr, sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, ey, Lego Mio. Ja, ich muss noch Luft nach unten lassen, weil wir haben nachher noch einen anderen Film. Ja, du hast eigentlich alles schon erzählt, worum es geht, außer dass du erwähnt hast, dass es eine unfassbar schlechte schauspielerische Leistung teilweise ist. Teilweise wirklich Amateur-Laienspieltheater. Ja, also, uiuiuiui, ich weiß, also, puh. Also ich fand den Film, gelinde gesagt, ganz, ganz furchtbar, weil er hat ein paar nette Situationen und Stellen, aber also, was ich zum Beispiel nicht ganz verstanden habe, ist dieses mit hier, wir versprühen jetzt Weihwasser, oder was haben die da versprüht, und wo kamen die dann plötzlich her? Ich glaube, das habe ich verpennt oder so. Mit diesem hochchristlichen Glauben. Also ja, da war doch die eine dabei, die sie vorher schon kennengelernt hatten, wo der eine da so einen Crush hatte. Die vollbusige Blondine, ne? Ja, es ist ja nichts anderes in dem Fall. Die vollbusige Blondine einfach. So. Und ja, also der Film hat halt alle Klischees erfüllt, die er gebraucht hat. Eine vollbusige Blondine, ein Nazi mit Hitler an der Wand, hey, Kunde, völlig überforderte Schüler, die eigentlich Loser sind, der Bruder, welche Rolle hat denn der eigentlich gespielt? Da saß du die ganze Zeit eigentlich nur völlig stoned dabei, kann das sein? Der kannte sich halt mit Drogen aus. Der hat es verprobt. Ach so, ja. Ah ja, okay. Aber cool. Wie absurd war diese, jetzt hast du es schon einmal gesagt, wie absurd war die Situation, dass der Nazi, dass der dieses kleine Teekännchen da, weißt du, überall nur so Nazi-Memorabilia, irgendwelche Hitlerbilder. Ja, eben. Und dann steht da dieses kleine Teekännchen da rum. Wieso hat dieser Nazi da dieses Teekännchen stehen? So ein Quatsch, ey. Ja, deswegen, also
Ob das sich dann immer mal einen kleinen Tee aufgießt, diesen kleinen Tee. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also von vorne bis hinten völlig gaga der Film. Klar, es gibt, ich habe ja eigentlich eine Schwäche für solche Gaga-Filme. Also einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Napoleon Dynamite. Und wer den Film kennt, weiß, okay. Das ist aber auch was ganz anderes, Napoleon Dynamite. Also. Ja? Das ist High-Level-Gaga. Ja, ich glaube, ich weiß auch, wo hier so das Grundproblem auch bei Dope Under liegt. Das ist einfach, er war auch stellenweise sehr brutal, fand ich. Und ja, aber auch das war so völlig Gaga. Ja, da hat so die Mischung nicht gestimmt irgendwie. Es war jetzt nicht nur Gaga, da waren so übelst brutale Szenen drin, wo du sagst, okay. Also, und manche hat man gezeigt und manche nicht. Das fand ich ein bisschen nervig. Und auf dem Cover des Films, auf dem Poster sieht man ein Känguru, das hat man im ganzen Film nicht gesehen. Ja. Puh. Sehr schade. Puh, ich mag Kängurus. Puh. Das geht ja gar nicht hier. Und das Schlimmste ist, wir haben jetzt alles über den Film gesagt, dass man sagen kann. Und das ist halt echt traurig. Es gibt Filme, über die könnten wir eine Stunde reden. Und über Dope Under ist halt, ja, fertig. Passiert ja nicht viel. Der meandert so vor sich hin. Der Witz ist, es passiert sehr, sehr viel. Es passiert sehr, sehr viel. Aber es gibt jede Menge Location-Wechsel und hier und da und tralala. Aber von der Story her passiert halt einfach quasi nichts. Ja, das na ist gut, das ist halt traurige. Wie wenn die da irgendwie Gras rauchen, da irgendwie, das ist halt, es meandert so vor sich hin. Ja. Keine Ahnung. Das fand ich jetzt schön. Es ist ja irgendwie, ja. Nee, wir haben auch nicht alles erzählt zum Beispiel. Wir haben nicht mit dem Vater erzählt. So, ne? Ja. Ja, ist ja okay. Und mit denen, die dann die Spur aufnehmen, diese Ermittler und sowas, haben wir auch alles nicht erzählt. Die waren ja auch so irre drauf, fand ich. Es war irgendwie überhaupt ziemlich abgefahren, der Film. War mal eine ganz nette Abwechslung hier in der Reihe Heimsneak. Aber jetzt nicht der große Wurf. Und ich meine, dass der Film von 2015 ist und der weder den Weg ins Kino geschafft hat in Deutschland, noch großartig im überraschend eigentlich, völlig überraschend im Heimkino gelandet ist und auch jetzt erst auf Amazon Prime irgendwie als Streaming verfügbar ist oder so, das sagt ja auch schon einiges, aber ja, keine Ahnung, also von mir 5,5 von 10. Ich fand den so stellenweise viel. Nett absurd, ja, aber trotzdem. Ich habe ihn bei 3 von 10, weil er einfach völlig gaga ist. Ich habe den auch eigentlich nur in die Liste damals reingepackt, weil ich hier alle reingepackt habe, die da gerade neu erschienen waren. Ich dachte nicht, dass der jemals hier in die Auswahl schafft, aber gut. Toll, Erik. Ich gebe ihm 4 Punkte, aber wobei einer einfach nur ein Sympathisanzpunkt für Australien ist. Wegen den Kängurus. Und weil man einmal kurz die Skyline von Brisbane gesehen hat, deswegen. Ja. Also die Locations sahen schon sehr schön aus, ne? Und, ja, und das ist auch wirklich authentisch. Also das, man hat auch das ein oder andere Queenslander-Haus gesehen, das fand ich echt schön. Was ich erstaunlich gut fand bei diesem Film, der doch ziemlich Banane ist, ist, dass sie wirklich beim Dreh drauf geachtet haben, wenn es in einer Szene angefangen hat zu regnen, dass dann bei dem Schnitt in der anderen Szene, dass es da auch geregnet hat. Weil die haben wahrscheinlich, hatten die ihren Drehtag, okay, da fing es halt an zu regnen, scheiße, wir haben jetzt gerade die Szene, dass sie darauf geachtet haben, dass sie bei der nächsten Szene, die an einem anderen Ort war, aber halt in derselben Region, dass es da trotzdem noch geregnet hat oder so, das fand ich, ja. Ja, das ist in Queensland nicht ganz so einfach. Ja, das ist halt in Queensland nicht ganz so einfach, weil in Queensland hat halt 300 Sonnentage im Jahr. Das ist dann nicht ganz so easy, die Regentage abzupassen. Häufig bei diesen Billigklamotten ist es halt so, da wird halt so Anschlussfehler, ja Gott, da fängt es halt irgendwo an, ein bisschen regnen und nächsten Szene Schnitt und spielt die halt zu einer anderen Zeit oder sowas, aber ja. Genau. Okay, ja. Also Dope Under auf Amazon Prime Video, kleine Deals Down Under, ist der Zusatztitel, der deutsche, der unvermeidliche. Im englischen Original heißt der Pipe Dream. Nicht zu verwechseln mit Pipe Dreams, was irgendwie ein, ich glaube, Skateboard-Film ist oder so. Oder und da gibt es noch einen Film, den habe ich gesehen, irgendwas mit Klempnern oder sowas. Der hat auch einen ganz... Super Mario Brothers. Der hat einen ganz komischen deutschen Zusatztitel. Klang ziemlich pornohaft, aber war dann doch
steht, genau, Pipe Dream von 2002, deutscher Zusatztitel, Lügen haben Klempnerbeine. spielt niemand Bekanntes mit, obwohl mir der vom Bild hier irgendwas sagt. Na gut. Okay, also keine Empfehlung, so direkt so unteres Feld und bei mir so Mittelfeld eher. Was gucken wir denn nächste Woche? Ist da Hoffnung am Horizont, Kate? Also der Trailer sah auf jeden Fall schon mal besser aus. wir gehen auf die Mystery-Schiene und schauen uns den Film The Block Island Sound an. Der Trailer sah nicht schlecht aus. Also ich glaube, da könnte man Glück haben. Und für die Woche danach haben wir uns auch schon für einen Film entschieden auf Netflix. Und da lautet der Tipp, schlafen. Ausrufezeichen. Okay, jetzt muss man langsam ja ein bisschen gucken, weil das ist ja dann der 14. Ja. Mensch, dass man hier, schreib's mal wieder zu, 14.06. So. Mhm. Wenn wir dann nämlich ins Kino gehen, dann brauchen wir keine mehr. Ha. Abwarten, noch sind wir nicht dort. Ja. Ja, ein, zwei brauchen wir bestimmt noch. Ich möchte ja nicht also der Pessimismus in Person hier sein. Ich möchte nur sagen, jetzt gucken wir mal, hoffen wir mal, dass es wirklich auch so kommt. Ich gehe ja erst, wenn ich geimpft bin, ihr beide seid ja schon, ihr könnt ja dann berichten und ich gucke dann zu Hause wieder irgendwelchen Scheiß. Ja. Bis dahin. Ich brauche noch ein bisschen bis zu meiner zweiten Impfung. Ich habe noch 2,5 Wochen. Okay. Wir haben eine Rezensionsdisk bekommen, die haben wir im Heimkino geguckt. Heimkino. Wo habe ich eigentlich diesen vollmundigen Zettel dazu hier, der da immer mitkommt? Ach, hier. Genau. Genau, da ist er. Es handelt sich um den Film Skylines mit das letzte E ist eine 3, was im englischen Original aber nicht so ist, sondern heißt einfach nur Skylines, weil der erste Teil hieß Skyline. Den haben wir am 14. Dezember 2010 im Kinocast besprochen. Mit Chris Turk. Nummer 187. Ja. Den fand ich scheiße. Damals? Ich glaube, ich fand den gar nicht so mies. Ich glaube, ich fand den eigentlich furchtbar. Ganz trashig gut. Also trashig gut. Ich fand den furchtbar, den Film. Also der hat so viele vergeigte Chancen gehabt und der war einfach dämlich. Ging es halt irgendwie darum, dass die Aliens irgendwie auf die Erde kommen und irgendwas war doch da mit Turk, der dann irgendwo noch in einer fremden Wohnung war und irgendwie da, ja, irgendwas war da. Wie es halt immer so ist. Und jetzt haben wir den dritten Teil. Wir haben den zweiten nicht gesehen. Und der zweite wurde... Shame. Ja, du kannst ja gerne noch nachholen, ne? Ich meine, feel free, ne? Shame. Kannst du gerne noch schauen, ne? Hält dich nichts. Und den zweiten Teil muss man aber anscheinend auch nicht gesehen haben, denn der wird, die Zusammenfassung wird quasi am Anfang des dritten Teils erzählt. Und da habe ich gesehen, ich habe nichts verpasst, glaube ich. Weil das war ja so absurd dämlich, was da kam. Wo dann anscheinend die Aliens und die Menschen mittlerweile so zusammenleben auf dieser Erde, aber auch nicht alle, sondern irgendwelche, die sie transformiert haben. Die haben dann nicht mehr blaue Augen, sondern rote Augen, sind dann gute Aliens und die leben dann irgendwie zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt steigt dann irgendwie der dritte Teil ein und ich lese mal die Pressenotiz vor. Das Warten hat ein Ende. Okay. nach den erfolgreichen Science-Fiction-Abenteuern Skyline und Beyond Skyline liefert Regisseur Liam O'Donnell nun mit Skylines, der unmittelbar an das Ende des zweiten Teils anknüpft, den epischen Abschluss der beliebten Trilogie. Fans der Alien-Saga werden auch diesmal auf ihre Kosten kommen. Zu erwarten sind packende Action-Szenen, überirdische Visual Effects und ein Wiedersehen mit Lindsay Morgan aus The 100, die diesmal in der neuen Hauptrolle als erwachsene Rose Corley zurückkehrt. Ergänzt wird das Ensemble durch Rona Mitra, die hat damals immer Tomb Raider, ne? So Cosplay und so gemacht, ne? Ja, Stargate Universe, Underworld, Aufstand Lykaner, Jonathan Howard, Thor, The Dark Kingdom, Daniel Bernhardt, John Wick und Atomic Blonde, James Cosmo, Game of Thrones und Wonder Woman und Alexander Siddig, Star Trek, Deep Space Nine, sowie Yayan Ruyan, The Raid und John Wick. Ja, Alexander Siddig, genau, oder wie er richtig heißt, Siddig El-Fadil,
Genau. Das war es auch schon, was hier dazu steht. Also Fans werden begeistert sein. Ich bin jetzt kein Fan. Und ich habe das auch, der unser Kontakt bei der Verleiherin habe ich das durchaus mitgeteilt. Sie hat gemeint, ich soll trotzdem mal reingucken, der wäre ganz gut. Also, ach nee, hier Inhalt. Captain Rose Curley verfügt über außerirdische Superkräfte. Genau, die kann nämlich da mit der Alien-Technologie interagieren und ist die letzte Hoffnung der Menschheit, als ein Virus dafür sorgt, dass den Menschen eigentlich freundlich gesinnte Alien-Hybriden zur Bedrohung werden. Sie stellt ein Elite-Team aus Söldnern auf und reist mit diesen zur Alien-Welt, um die Menschheit zu retten. Ist eigentlich alles gesagt. Wird zusammengestellt von Alexander Siddig hier. Und der stellt da diese Crew zusammen, der sagt, oh, wir haben da hier ein Raumschiff und wir müssen dahin auf dieses zu diesem Mutterschiff. Man kennt das von Independence Day, ja, und dann auf diesen Mutterplaneten, der irgendwie nicht Krypton, wie heißt da? Irgendwie auch so ein Element, ne? Whatever. Das nervt mich aber jetzt, dass ich nicht mehr weiß. Das blaue Ei. Was ist der Antrieb? Die brauchen irgendeinen Antrieb? Ich habe keine Ahnung. Ja, irgendeinen MacGuffin brauchen sie halt, oder wollen sie kaputt machen, damit die Aliens auf der Erde, die sich dann abwenden von den Menschen, die dann auch wieder böse werden, zu bösen Aliens, damit das nicht mehr passiert. Und huiuiui, also puh. das ist also definitiv auch ein Kandidat für Schläferz, aber der nimmt sich einfach viel zu ernst, dieser Film. Genauso wie der erste Teil, der einfach seine Dämlichkeit hinter viel zu ernsthaft, genauso wie dieses Battle Los Angeles oder was da hieß mit Alien-Angriff und so. Irgendwie scheint das so ein Ding zu sein. Und hier halt mit dieser Reise auf zu diesem anderen Planeten in diesem Alien-Raumschiff, ja, ach, ich weiß auch nicht. Puh, ich habe mich echt schwer getan mit diesem Film. Ich fand ihn so dämlich. Da war einfach alles aus ihrer Hand dann plötzlich da diese Lanze und ach, das ist irgendwie. Voll der Spoiler. Ich bin da nicht reingekommen in diesen Film. Ich fand ihn einfach ganz furchtbar. Der war schlecht gespielt und diese Tricktechnik. Ja, mein Gott, das ist halt Stand der Technik, ey. Das ist halt, ich meine, was, ja. Das kannst du halt heutzutage machen. Ich meine, heutzutage beeindruckst du niemanden mehr, indem da irgend so ein Money-Shot in so einem Film drin ist, wo du sagst, da ist ein Effekt drin, den musst du gesehen haben. Wie damals bei Matrix, der Effekt oder so. Ne? Ich meine, heute früh mache ich Disney Channel an, da kommt Manu Flieg Flink hier von den Lux Studios, wo der Chris und ich mal zu Gast waren. Was die uns gezeigt haben, was die alles so für Filme gemacht haben, an Effekten für Filme und so. Das ist halt State of the Art. Damit lockst du niemanden mehr hinterm Ofen vor. Wichtig ist halt, dass du eine gute Story hast und hatte der Film einfach nicht gehabt. Und die Darsteller, okay, ja, ich meine, Alexander Siddig hat eher hier so eine Nebenrolle und ja, und die anderen, ja, ich weiß nicht, so richtig gut war da keiner von denen. Oder was meint ihr? Also ich muss für die Hauptdarstellerin mal eine Lanze brechen. Ich mag die sehr. Die ist in The 100 top. Und ich finde auch, dass sie für die Verhältnisse des Films das gut gespielt hat. Ja. Die ist schon eine gute Schauspielerin. Aber dadurch, dass sie halt bei The 100 nur mitspielt, in Anführungsstrichen, kriegt sie halt noch nicht die großen Rollen, wie jetzt hier, sie ist ja Skylines. Also Skylines ist jetzt nicht so der Top-Film, meiner Meinung nach. Aber sie selber ist schon eine gute Schauspielerin. Alexander Siddig finde ich auch super. Also, den hat ja meine Cousine mal getroffen, das erzähle ich ja immer wieder gerne. Die war damals extremer Trekkie und ist da auf so eine Conventions immer gefahren. Das fand ich damals noch sehr abgefahren, dass man sowas macht. Heute würde ich mitkommen. genau, also sie ist eine ältere Cousine von mir. Also, genau, da war ich noch jünger. Und genau, sie hatte mir erzählt, sie hat ihn mal getroffen. Also am Rande von der Convention, der saß dann irgendwo und haben sie sich unterhalten. Total sympathisch. Er hat noch Jahre danach von ihm geschwärmt. Ja. Ja, aber der reißt es ja auch nicht raus. Also. Pff. Nee. Hei, hei, aber er hatte eine Pistole. Ja. Die Szene war geil. Oh Mann. Also zusammengefasst ist es einfach kein guter Film. Ja. Und wenn ich den Zusammenschnitt von dem vorhergehenden Beyond Skylines gesehen habe, den ich ja bewusst ignoriert habe, all die Jahre, da hab ich auch da irgendwie nichts verpasst. Irgendwie so eine Mischung aus allem. Es gab ja immer dieses Alien Nation, wo die so zusammenleben, oder dieses District 9,
wo die irgendwie mit den Alien zusammenleben, ja, und irgendwas ist dann halt, dass sie sich abwenden und irgendwie gibt es immer einen Bösen, der alles wieder rumdrehen will und nee, es war jetzt nicht wirklich was, also ich weiß auch nicht, wem wir diesen Film empfehlen können. Natürlich, wer jetzt den ersten und den zweiten Teil gemocht hat, der kann hier in den dritten mal reinschauen und wird wahrscheinlich wissen, dass es den gibt, aber ja. War es halt auch schon. Ja. Schwer zu sagen. Das ist schön zusammengefasst, dieses abschließende Ja. Also, ich tat mir auch ein bisschen schwer mit dem Film, weil es war schon teilweise recht Banane. Und er. Es. Ja. Wie heißt es schön, wenn du nichts Nettes über jemanden sagen kannst, sag lieber gar nichts. Ich meine, das wäre natürlich jetzt das Todesurteil für den Podcast heute. Sagen wir es ganz diplomatisch. Es hätte auch viel, viel schlimmer sein können. Es war jetzt allerdings der zweite Nicht-Oscar-Kandidat am heutigen Tag. Definitiv, ja. Das ist nett gesagt, ja. Also Skylines IMDb 4,8 von 10. Nicht zu verwechseln mit der guten Serie Skylines mit Edin Hasanovic. Also wer es gucken möchte, sollte da mal reinschauen. Aber ansonsten eher nicht. Okay, ich habe noch zwei Sachen gesehen. Ich ziehe mal den einen ein bisschen vor, nämlich die Mitchells gegen die Maschinen habe ich gesehen. Auf Netflix gibt's den. Und den hat es bei mir irgendwie als Empfehlung reingespült und da habe ich mal drauf geklickt und habe so gesehen, das ist ja von den Machern von Spider-Man A New Universe und habe dann gesehen, mal kurz reingeschaltet, das sieht sehr, sehr, sehr kindlich aus und so, habe ich mit meinem Kleinen angefangen, das zu gucken und der wollte dann nachher ins Bett gehen, das war dann schon ein bisschen spät, habe ich gesagt, okay, ich halte es an und wir gucken dann später weiter und hab dann aber trotzdem alleine fertig geguckt. hab's aber mit ihm auch nochmal fertig geschaut. Ne? Und er sagt schon einiges über den Film aus, dass ich mir den nochmal gebe. Und hier ist es so. Katie, die dreht gern Filme. Und die macht alles Mögliche, dreht hier, was weiß ich, mit ihrem Handy Filme, mit ihrer kleinen Kamera Filme, richtig schön mit Greenscreen und so weiter. Die hat einen Hund, der sieht ein bisschen aus wie der vom Bielendorfer hier, so mit so ein Mops halt, ne? Und der ist irgendwie auch Gaga, der Hund, und den nimmt sie auch als Hauptdarsteller in ihren Filmen und so weiter. Und sie hat eine totale Affinität zu Filmen, was schon mal ganz gut ist, so als Einstieg für so einen Film, um so ein paar Filmbegeisterte wie mich jetzt abzuholen. Und er beginnt aber, ich muss ein bisschen ausholen, er beginnt am Anfang mit einer sehr infantilen, übertreten Szene. Und da dachte ich erst, oh Gott, was kommt da jetzt? Die ist aber so eher so eine Art Foreshadowing, was noch kommt. Also es kommt später und der Weg dahin ist echt toll. Und sie möchte gerne auf das Filmcollege gehen. Und das ist natürlich weit weg von dem, wo sie jetzt gerade sind. Sie sind irgendwie an der anderen Seite von Amerika und Filmcollege ist irgendwie in Los Angeles. Und bewirbt sich da auch und kann dahin. Und sie hat immer so ein bisschen Streit mit ihrem Vater und das eskaliert dann auch mal so ein bisschen. Und dann will sie quasi dort ausziehen und das sagt die Mutter so ein bisschen beschwichtigend, wenn die jetzt wegfliegt und so, du siehst sie dann nie wieder, wenn die jetzt hier studiert und ihr seid jetzt hier im Streit auseinandergegangen. Dann beschließt der Vater, okay, wir machen alle einen Roadtrip, wir fahren, wir bringen die Tochter dorthin und mit auch ihrem kleinen Bruder, mit Hund, mit allen drum und dran, mit der alten Familienlimousine, die wird halt gepackt und einmal quer durch Amerika, was natürlich dazu führt, dass sie gerade diese Kennenlernwoche auf dem College, Kate gehen schon, die Kennenlernwoche auf dem College nicht mitnehmen kann, wo sie ein bisschen traurig ist. Und während sie aber diesen Roadtrip machen, mitten durch das Hinterland von Amerika, wo sie auch irgendeine Dinosaurier-Ausstellung besuchen und sonst was, attackieren Roboter, die von so einer Mischung aus Apple, Google und weiß nicht, Facebook, sonst was allen, so ein Konzern wird da dargestellt. Die haben bis jetzt so eine Art elektronischen Assistent, so eine Art Siri, der heißt Pal oder Alexa, wie man es auch immer nennen will. Und der
läuft so ein bisschen Amok und die Roboter nehmen alle Menschen gefangen und wollen die wegschießen ins Weltall. Und während dieses ganze, dieser Genozid, sag ich mal, passiert, sind sie halt mitten in den Wäldern irgendwo, sodass sie nicht gefunden werden. Sie sind dann halt die einzigen, die noch übrig sind fast. Und sie müssen halt dann gegen diese Roboter kämpfen. Deswegen heißt es Mitchells gegen die Maschinen. Und dadurch rauft sich die Familie wieder so ein bisschen zusammen. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich hatte gerade so ein bisschen Angst, dass ich vielleicht schon ein bisschen zu viel verraten habe. Aber ich musste so weit gehen, um die Story ein bisschen schmackhaft zu machen. Denn der Film ist absolut toll. Der hat so viele popkulturelle Referenzen. Da sind so viele Zitate drin. Da sind Filmzitate drin. Da ist Retro-Game-Stuff drin. Da ist Begeisterungszeug drin. Da ist einfach alles drin in dem Film. Und das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Der baut sich so scheibchenweise auf. Und ich habe es, wo ich es dann das zweite Mal gesehen habe, habe ich noch mehr drauf geachtet. Und da ist noch so viel mehr drin gewesen. Wirklich toller Film, den ich euch auch ans Herz gelegt habe in unserer internen WhatsApp-Gruppe. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich finde auch die Art, wie der gemacht ist, es ist weder Pixar, weder irgendwie dieser andere DreamWorks oder so. Es ist irgend so eine Mischung, genauso wie dieser Spider-Man-Film, der ja aber sehr comichaft war. Das ist hier nicht, sondern es ist schon eher so ein 3D-Animationsfilm, aber zum Beispiel die Klamotten von den Leuten oder manche Sachen, die sind so ganz abgefahren animiert und das fand ich echt toll. Also von mir Empfehlung, die Mitchells gegen die Maschinen, 8,5 von 10, was für mich heute der beste Film der Runde ist. Und einen habe ich noch, ich hoffe mal ein bisschen, dass ihr den schon kennt. Abgedreht heißt der, mit Jack Black ist der Film. Originaltitel Be Kind, der Rewind. Ist der nicht ein bisschen älter schon? Ja, der ist älter, genau. Der ist 2000 irgendwas, ja, ja. Ne? Also ich kenne den, klar. Ja, genau. Deswegen, der ist, oh Gott, wer spielt denn da? Das spielt doch der, oh, ja, erzähl weiter. Genau, also mit Jack Black zum Beispiel, mit Sigourney Weaver ist mit dabei, Mos Def spielt die männliche Hauptrolle, dann hier Danny Glover ist das, glaube ich, spielt so ein Besitzer von so einer Videothek. Ich habe jetzt, als ich hier die Kinocast-Seite neu gemacht habe, habe ich viele von den alten Folgen gesehen, wo Filme dabei waren, die ich nicht gesehen habe. So, die, wo ich mir immer gedacht habe, ah, den guckst du mal. Und dann habe ich geschaut, wo gibt's den? Und den gab es tatsächlich nur bei Sky, in der hier Sky Q-Dings da. Und da habe ich den dort geguckt. Und ja, es geht mehr oder weniger darum, ich fasse es kurz zusammen, Jack Black ist natürlich der abgedrehte Typ wie immer. Und der hat verschiedene Verschwörungstheorien und will das Kraftwerk in seiner Nähe abschalten, weil da angeblich irgendwelche Wellen sind. Und sein Kumpel Mos Def arbeitet in der Videothek, die Danny Glover gehört. Und als Jack Black mal diese Aktion macht, magnetisiert er sich irgendwie in diesem Kraftwerk und löscht aus Versehen alle möglichen Videobänder. Und Danny Glover ist gerade unterwegs auf einer, ja, zu so einer Videothekaren-Convention, wo so Neuigkeiten gezeigt werden, was so Videos angeht, damals gerade der Sprung zu DVD, und hat die Videothek in die Hände von Danny Glover, Mos Def übergeben. Und als Jack Black natürlich alle Bänder löscht, ist natürlich großes Chaos. Dann spielt auch noch die ehemalige Frau von Woody Allen mit, Mia Farrow, glaube ich. Genau. Die wird beauftragt, sie soll immer einmal am Tag reingehen in den Laden, die wird von Danny Glover beauftragt und ein Video ausleihen, um zu sehen, ob das alles läuft. Und als natürlich alle Bänder gelöscht sind, kommen sie ein bisschen unter Druck, und weil sie sagen, ja, die weiß ja jetzt nicht, was auf den Videos ist, wie die Filme aussehen, beschließen sie schnell, so ein Video selbst zu drehen, nachzudrehen. Sie fangen an mit Ghostbusters, und das war für mich schon der Riesenlacher, wie sie das gedreht haben und mit wie viel Ambitionen und sowas. Und diese Videos, die sie dann so selber alle nachdrehen, also sie geht dann über Robocop, über Miss Daisy und ihr Chauffeur und so weiter, die werden halt mit so viel Liebe zum Detail und so viel Amateur-Video-Enthusiasmus irgendwie nachgedreht, sodass halt diese sogenannten geschwedeten Filme, also sie sagen dann, ja, die sind ein bisschen anders, weil die sind aus Schweden und so, die erreichen dann schnell eine Popularität, auch im Viertel und über das Viertel hinaus, dass leiderweise die Leute Schlange stehen. Und sie müssen Videos in Auftrag nehmen, dass sie sagen, ich möchte gern morgen, was weiß ich, den und den Film haben. Und sie müssen dann den bis zum nächsten Tag dann drehen.
Und das Ganze auch deswegen, weil natürlich so eine Bedrohung über allen steht, weil dieses Viertel soll abgerissen werden und da sind Schulden auf dem Gebäude, weil das nicht repariert wird. Und es gibt noch eine Layer, der da oben drauf liegt. Das ist nämlich, dass der Mos Def wurde quasi von Danny Glover irgendwie mehr oder weniger großgezogen, weil die Eltern nicht mehr da waren und ist so quasi so eine Art Vaterfigur. Und er hat ihm immer, wenn er Angst hatte, so eine Geschichte erzählt von so einem Jazzmusiker, und der da angeblich in diesem Haus groß geworden ist. Und am Schluss beschließen sie dann halt, diesen Film, diese Historie nachzudrehen, um da einen großen Film zu machen. Und da spielt dann das ganze Viertel mit. Und ich fand den, der war natürlich stellenweise sehr, sehr überdreht und typisch Jack Blackhaft. Und teilweise hat er auch ein bisschen so einen falschen Weg genommen, wo ich mir gewünscht hätte, dass einfach, da war zu viel drin, zu viele Layer, wenn er sich wirklich drauf besonnen hätte, dass die diese Filme nachdrehen. Das war so abgesurd und lustig. Und man kann die auch schauen auf dieser Be Kind Rewind Webseite. Aber er hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, der Film. Und ich bin froh, dass ich den jetzt noch nachgeholt habe, diesen Film. Deswegen bekommt definitiv. Also das ist so ein Film, wo Jack Black sich wirklich austoben kann mit seiner Filmliebe einfach. Oder austoben konnte. Ich habe den auch sehr gefeiert damals. Ich mag den immer noch. Und jetzt, wo du das alles so erzählt hast, war ganz arg viel auch wieder da. Bei mir so mit, oh ja, oh stimmt, oh ja, das war auch so. Oh ja. Großartig. Ja. Großartig, ja. Also empfehlenswert für alle, die irgendwie mit Filmen was am Hut haben. Vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr Filme mögt, aber diesen Film noch nie gesehen habt, weil der ging ja auch ein bisschen unter im Kino. Der lief damals bei uns in der Sneak in Gera und die anderen hatten den gesehen. Ich konnte da irgendwie nicht und deswegen bin ich froh, dass ich ihn nachgeholt habe. Achtet mal drauf. Abgedreht heißt der auf Deutsch. Englischer Originaltitel Be Kind, Rewind. Also sei nett, spul zurück. Und das war damals so mit den Videokassetten. Und da sind wir auch schon durch. Ja. Mit den Filmen für heute, die wir gesehen haben. Aber wir haben eine News für einen neuen Film für euch und einen Trailer. News. Es wurde jetzt letzte Woche in die ganzen Mechanismen der Pressekontakt und so weiter wurde die News gestreut, dass es jetzt den Eternals-Trailer auf Deutsch gibt von Marvel. Und ich habe mir den angeguckt. Ich fand ihn ja echt cool, war so richtig wieder so Marvel-Superhelden-Stimmung. Allerdings, ich muss sagen, ich bin total blank. Ich weiß nicht, wer die Eternals sind. Vielleicht könnt ihr mir mal ganz kurz helfen. Also die Eternals sind... Jetzt kommst du mir sowas ums Eck. Ja, die Eternals aber sind das ist die, wo quasi beim Aufbau der Erde geholfen haben. Oh, okay. Also, soweit ich es in Erinnerung habe. Das ist quasi so ein... Ja, Kay, du bist wieder da? Ja, nee, ich weiß auch nicht, wer die sind. Haben die nicht nur beim Aufbau der Erde geholfen oder bei der ganzen Galaxie? Das kann auch sein. Ich krieg's echt nicht mehr ganz zusammen. So leicht religionsfeindlich das Thema hier, okay. Natürlich. Alles klar, also... Ja. Es sind halt so besondere Menschen quasi, so eine Gruppe mit, also die halt auch spezielle Fähigkeiten haben. Okay, also, sorry, dass ich euch da aufs Glatteis geführt habe. Ich dachte, das ist für euch ein Klacks. Ich bin nur der Einzige, der es nicht weiß. Alles klar, okay. Ist es was Neues oder gibt es da schon große Vorlagen davon? Daher gibt es bestimmte Comics, oder? Klar gibt es da Vorlagen. Also Eternals Comic gibt es auf jeden Fall. Ah, okay. Also was ich auf jeden Fall sehr schön fand, war die Mischung so von, wie heißt der, Kit Harington hier von Game of Thrones und dann wirklich diese ganz, da ist irgendwie alles dabei bei Eternals, also jede Nationalität, jede Rasse und so weiter. Das fand ich ganz schön, die Mischung. Jeder scheint doch so ein bisschen seine eigenen Fähigkeiten zu haben. Ich finde das total spannend, da zu sehen, wer da was kann und wer da was hat. Und es ist anscheinend auch sehr viel Witz drin, ne? Wenn man da in dem Trailer gesehen hat, gerade so die Schlussszene und so. Hat mir richtig Lust gemacht, den im Kino zu sehen. Okay, also wird es auch zusammenfassen. Also die Eternals sind ein evolutionärer Ableger der Menschheit, die vor etwa 1 Million Jahre als Ergebnis von genetischen Experimenten durch die gottgleichen Celestials auf der Erde entstanden. Dadurch verfügen alle Eternals über verschiedene übernatürliche Fähigkeiten und Eigenschaften. Mhm. Also können wir mal einmal kurz über diesen Cast sprechen. Wir haben hier Angelina Jolie, Kit Harington, Millie Bobby Brown, Richard Madden, Gemma Chan,
Kumail Nanjiani, kann ich den Namen ja aussprechen? Selma Hayek. Also, sorry, das ist ja unfassbar. Ja, also der Trailer hatte mich schon bei Selma Hayek, muss ich sagen. Mich eher so bei Richard Madden. Ist das der Footballer? Nee, Richard Madden ist auch aus Game of Thrones. Ach so. Gab's noch mal. Ah, nee, John Madden. So Footballer. Wie Kit Harington auch. Ja, nee, also ich finde diesen Cast, total illustro Cast. Ich meine, gut, Angelina Jolie, ja, aber die restlichen, ja, finde ich total spannend. Der erste Auftritt von den Eternals war in den Red Raven Comics im August 1940. Wow. Just saying. Die Regisseurin des Ganzen hat ja letztens einen Oscar gewonnen für Nomadland. Ah, ist das die? Huh. Ja, Chloe Zhao. Ach, cool. Und geil. Deswegen, also bin ich extrem gespannt. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein abgetroschenes, langweiliges Popcorn-Ding sein wird, sondern das wird schon ein bisschen tiefer haben. Und gerade auch die Darsteller. Ja, also macht. Also das ist aber so ein bisschen meine Angst, wo ich da habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es wirklich so ein bisschen überladen dann am Ende verkopft, ist. Verkopft, meinst du? Ja, vielleicht. Aber das wird man sehen. Es wird eh total spannend, wenn man überlegt, welche ganzen Marvel-Filme jetzt dann kommen noch. Also, Serien hier auch, mit. Ne? Ja, Serien sowieso. Loki startet jetzt bald, aber hier Black Widow, ne? Steht in den Startlöchern. Hm. Dann Feng Shui. Nee, nicht Feng Shui. Feng Shui. Na, wie heißt er? Oh. Wenn du das einfach falsch im Kopf hast. Wie doof kann man sein, hey? Shang-Chu, ja. Shang-Chu. Was ist das Marvel-Phase? Shang-Chi. Ja, jetzt haben wir es. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Phase Feng Shui. Ja, Marvel Phase 4, Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dann Eternals, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ja. Wer kennt nicht? Und Thor, Love and Thunder. Ja, das wird auch abgefahren, ey. Ja, das wird richtig abgefahren. Nee, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Also könnte, was Marvel angeht, ein sehr spannender Sommer werden. Oder ein sehr spannendes Jahresfinale, sagen wir es mal so. Zweite Jahreshälfte. Kinos wieder aufmachen, ey. Boah. Geht da alle rein, egal was da kommt. Ja. Bleibt nicht zu Hause. Geht ins alles, Kino. Angucken. Alles angucken. Alles angucken. Und auch Serien kann man auch gucken. Aber die jetzt dann zurückfahren, ihr habt jetzt genug Serien geguckt, liebe Hörer, in den letzten Wochen, Monaten. Lieber ins Kino gehen, wenn es wieder losgeht, ne? Serien. So, Kate, machen wir mal Lust auf Mare of East Town, von dem das ich schon... Das heißt Mare? Mare, ja. Von dem ich schon viel Positives gehört habe. Gleich mal ja, gerügt hier. Ja, das ist doch gut. Also, Mare of Easton ist, oder East Town ist ein Crime-Drama, kann man fast sagen. Es ist eine Miniserie mit 8 Folgen, glaube ich. Und die Hauptdarstellerin ist Kate Winslet und sie spielt die Mare. Das ist, also ihr Name ist Mare. Und sie ist Polizistin und lebt in East Town. Und sie ist so, also sie war in Teenagerjahren, war sie Basketballspielerin und ist stadtbekannt, weil sie hat irgendwie in irgendeinem finalen, ganz großen Wettbewerb Basketball den entscheidenden Korb geworfen und sie dann zu den Meistern gemacht und deswegen kennt sie halt jeder in der Stadt und sie wurde dann, wie gesagt, auch Polizistin und kennt sie halt noch mehr Leute aus der Stadt, aber sie hat es halt nie aus der Stadt rausgeschafft und die Stadt ist auch so ein bisschen, also East Town ist so ein bisschen auch so ein bisschen runtergekommen, auch so von der betroffen und so. Also es gibt sehr traurige Ecken, aber auch sehr reiche Ecken. Aus ihrem weiteren Familien- bzw. Freundeskreis wird ein junges Mädchen getötet und sie muss die Ermittlungen führen in diesem Mordfall. Hat aber auch noch großes eigenes Päckchen zu tragen. Ihr Sohn war drogenabhängig und hat sich umgebracht und seine Freundin ist auf Drogenentzug
Und die beiden hatten einen Sohn und sie lebt jetzt, also Mare lebt jetzt mit ihrer Tochter, ihrem Enkel und ihrer Mutter unter einem Dach. Und hat da ziemlich viel zu bewältigen, was auch den Tod des Sohnes angeht. Gibt es dann auch so ab und zu so eine Flashback-Szene, was da wie genau passiert ist. Und es ist Kate Winslet ist unfassbar gut. Oh, unglaublich. Die Serie nimmt auch einen krassen Drive, was immer mehr in die Mordermittlungen reingeht. Tolle Nebendarsteller. Wie gesagt, mir fehlt jetzt die letzte Folge und ich kann es kaum erwarten, weil die kommt nächsten Freitag und ich muss diese letzte Folge sehen. Das ist eine richtig, richtig gute Serie. Man hat manchmal so das Gefühl, okay, sie könnte jetzt ein bisschen vorangehen, also es könnte jetzt mal wieder was passieren und dann passiert auch was. Also es ist jetzt keine super schnell und hektisch erzählte Geschichte, sondern die nimmt sich die Zeit, die sie braucht und wie gesagt, Kate Winslet, unfassbar gut. Absolute Sehensempfehlung. Gibt's auf Sky. Ah, ja. Okay, jetzt hast du mir Lust gemacht, weil wir müssen das ja genau da gucken. Ja. Für sehr gut. Fortsetzung folgt. Lust gemacht. Ja, was ich vorher, also ich habe zwei Sachen von der Serie gehört. Dass es zum einen sehr düster sein soll, wie so ein nordischer, skandinavischer Krimi, so dass ja. ich sehr. Und ja, dass Kate, kann ich bestätigen. Kate Winslet blank zieht und sich nicht hat. Editieren lassen wollen oder sowas. Ich überlege gerade, ja, sie hat mal was mit einem. Wobei das für mich nicht der Grund wäre, das anzugucken. Ich erinnere mich jetzt auch nicht dran, dass sie blank zieht. Also so 100%, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr, weil auf das kommt es auch nicht an, weil der Film hat, also die Serie hat so viel Tiefe in ihrer Familiengeschichte und diesen Mordfall und auch Szenen. Da gab es eine Szene, oh Gott. Ich habe gedacht, ich sterbe während dieser Szene. Da geht es nämlich um ein Kind, was unbeaufsichtigt ist. Und du denkst in dem Moment, ach fuck, das Kind geht jetzt drauf. Und ich saß auf dem Sofa gestern und habe gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann die Serie nicht weitergucken, wenn dieses Kind stirbt. Aber zum Glück geht es einigermaßen gut aus. Die hat mich richtig mitgerissen, die Serie. Richtig gut. Das klingt super. Freue ich mich drauf. Angucken. So. Chris, vielleicht mal zur Abwechslung. Der Chris hat eine Serie gesehen. Ja. Cobra Kai. Ja, ich habe die dritte Staffel von Cobra Kai durch und zur Erinnerung, ich habe die ersten beiden auch schon gesehen. Die zweite Staffel ist sehr, sehr cheesy, sehr, sehr love. Die dritte Staffel ist teilweise immer noch ein bisschen cheesy, ja. Und es wird jetzt driftet es immer mehr ab in eine Karate-Soap. Karate-Soap. Neue Kategorie, Karate-Soap. Karate-Soap, ja, das ist so, vom Niveau her geht es Richtung GZSZ, was zum einen ein bisschen schade ist, zum anderen allerdings, ja, es wird halt munter weitererzählt und es wird halt auch noch auf die anderen Karate-Kid-Filme 2 und 3 und so noch auch tiefer eingegangen, also klar geht es immer noch darum, wer hat die Karate-Vormacht im New Valley und Cobra Kai wird vom Bösen übernommen und wie und was und schlag mich tot. Und am Ende gibt es jetzt drei Dojos und wer mit wem und warum. Und ja, es ist sehr abstrus, also teilweise wirklich sehr abstrus, weil dem einen wird der Arm gebrochen in der nächsten Folge, die 2 Wochen später spielt oder so, hat er den Arm schon wieder nur noch in der Schlinge und kurz drauf ist er schon wieder beim Karate-Training. Da Nächste fliegt in Ende von Staffel 2 auf ein Geländer drauf und ist erstmal im Koma wegen Rückenverletzung und wird dann noch operiert und schlag mich tot und kurz drauf macht auch der wieder Karate-Training. Also es ist ein bisschen abgedriftet, die Serie. Schnelle aber Heilungsprozesse. Trotzdem, ja, brutal, brutal. Also wenn man Karate macht, dann glaube ich, geht es einem relativ schnell wieder relativ gut. Ah, vielleicht muss ich mit Karate anfangen. Ja, unbedingt, unbedingt. Miyagi, Dojo und so. Also es ist sehr cool, vor allem auch der kurze Ausflug nach Japan. Daniel-san fliegt nach Japan und ist innerhalb von einem Tag wieder zurück. Ich meine, kann man ja mal machen, wenn man von den USA aus nach Japan fliegt. Geht ja relativ schnell. Haben wir an anderen Sachen, wie zum Beispiel Pearl Harbor gesehen, dass es relativ schnell geht. Und ja, es ist sehr
Es ist sehr komisch. Also du fragst dich oftmals so, okay, what the fuck, was soll das jetzt? Und okay, wie haben sie das jetzt hinkriegen? Und okay, das ging jetzt ein bisschen schnell. Aber das Problem ist, du guckst trotzdem weiter, weil du willst dann doch wissen, wie es ausgeht. Und das ist das, was die Serie so ein bisschen für mich fasziniert hat. Also was mich an der Serie so fasziniert hat. Weil eigentlich denkst du, okay, völlig Banane und okay, völlig schlecht gespielt und okay, ziemlich unglaubwürdig und okay. Und das öfters und dann aber doch guckst du es bis zum Ende. Erik, ich weiß nicht, du hast noch gar nicht reingeguckt, glaube ich. Ich habe von Cobra Kai die erste Staffel, habe ich irgendwie ein paar Folgen gesehen, bin aber nicht so richtig damit warm geworden. Ja, deswegen, also wie gesagt, entweder es catcht einen dann doch, obwohl man sich sehr, sehr viele Fragen stellt oder nicht. Ich habe es jetzt mal durchgeschaut. Es ist auf seine Art und Weise, ganz speziell auf seine Art und Weise, durchaus sehenswert. Ja, aber, und ich weiß, dass eine vierte Staffel kommen wird und frage mich schon jetzt, ja, okay, das ist halt wirklich ein langgezogener neuer Film mit sehr viel cheesy Elements. Ich bin gespannt, ja. Also ich werde wahrscheinlich die vierte Staffel, so sie denn irgendwann mal kommt, auf jeden Fall auch noch sehen. Ist speziell. Guck mal rein. Zum Erinnerungen wecken ist immer ganz, ganz interessant. Okay. Wo man auch reingucken kann, Panic. ist Panic. Ich habe damit gestern angefangen, das ist eine neue Serie auf Amazon Prime. Ich habe jetzt die ersten 3 Folgen geguckt und muss tatsächlich sagen, dass es mir echt gefällt. In Panic geht es um eine Kleinstadt, die wirklich am Arsch der Welt liegt und kein Mensch kennt und man da halt auch echt schwer rauskommt, wenn man sich nicht irgendwie ein Stipendium an der Uni irgendwo sonst wo in Amerika leisten kann oder arbeiten kann. Und um da rauszukommen, haben die Schüler ein Spiel erfunden. Und zwar heißt dieses Spiel Panic. Und das findet jedes Jahr nach den Abschlussprüfungen statt. Also die Abschlussklasse hat dann die Möglichkeit, an diesem Spiel teilzunehmen und einen Geldpreis zu gewinnen. Dieser Geldpreis wird über das letzte vergangene Jahr quasi durch Spenden und Geldeintreibungen und wenn es nur ein Dollar ist, den du in die Kasse wirfst, gesammelt. Und es gibt dann eine geheime Jury quasi, die sich A, die Spiele ausdenkt und B, dann auch die Punkteverwertung macht, aber keiner weiß, wer die Jury ist, weil keiner weiß auch, wer die Jury vom Vorjahr ist, außer die gewählt wurden. Also so ein kleiner Geheimpakt dann auch noch dabei. Und bei Panic, bei diesem Spiel geht es eben darum, dass man Aufgaben erfüllen muss, gefährliche Aufgaben erfüllen muss, ohne in Panik zu geraten und aufzugeben oder sogar draufzugehen. Denn im letzten Jahr bei Panic sind 2 Schüler gestorben oder ehemalige Schüler gestorben bei ihren Aufgaben. Und die Polizei versucht das natürlich zu unterbinden. Keiner redet über Panic, aber die Polizei weiß, dass es sowas gibt. Also die versuchen auch jedes Jahr das zu unterbinden, vor allem nachdem im letzten Jahr jemand gestorben ist. Nein, die sind einfach die Austrag, also die das Spiel organisieren, sind einfach nur sehr gut organisiert. Der eine Polizist ist halt sehr, sehr involviert, weil einer der gestorbenen Kinder war sein Sohn. Und der ist natürlich total dahinter, das zu unterbinden. Die Hauptdarstellerin will eigentlich gar nicht an den Spielen teilnehmen, muss es dann aber, weil ihre Mutter ihr gesamtes Ersparnis klaut, was natürlich auch für diese Familiendynamik spricht, und ist dann quasi dazu gezwungen, an den Spielen teilzunehmen, um ihren Traum zu erfüllen, an die Uni zu gehen. Es ist ein hoher Jackpot, es geht um 50.000 Dollar. Und die müssen halt Aufgaben erfüllen. Und die ersten 3 Aufgaben habe ich jetzt schon gesehen. Und ich würde sagen, ich würde es mich nicht getraut. Das ist schon heftig. Ich kann die Serie empfehlen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob es noch krasser wird, ob vielleicht auch jemand drauf geht, wie die Polizei das weiter bearbeitet. Ich bin sehr gespannt. Quasi die 100.000 Mark Show. Man kann reinschauen. Serie. Die 100.000 Mark Show als Serie. Die Älteren werden sich erinnern.
Ja, das ist aber, es ist halt ohne Netz und doppelten Boden. Also wenn du da halt irgendwie über so auf so einem Wasserturm hochkletterst und da irgend so eine Leitplanke langlaufen musst auf die andere Seite, dann und runterfällst, dann bist du halt tot. Und darum geht's halt, ob du dich die Sachen traust. Ja. Nee, das war nicht. Und dafür werden Punkte vergeben. Und der, der am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Welche Show war? Aber es kann halt nur einer gewinnen. Nee, da gab es irgendeine Show, wo man sich überwinden musste, wo dann irgendwie jemand Fallschirmspringen machen musste und dann hat er das erst die Chance gehabt, irgendwas zu gewinnen. Irgendjemand, der Höhenangst hatte oder so, musste was machen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ja, Panic klingt extrem spannend. Also werde ich mal reinschauen. War mir bis jetzt noch gar nicht so bewusst. Und ich glaube, da werde ich auch mal vorschlagen, bei Fortsetzung folgt. Die Musik übrigens von Panic wurde gemacht von Udo Lindenberg und dem Panikorchester. Es ist halt eine Teenie-Serie. Ja. Irgendwas pudelt in meinem Kopf. Was? Irgendwas meckert bei mir im Headset. Ich habe verstanden. In meinem Kopf. Ich habe verstanden, irgendwas blutet. Blutet als sein Kopf. Darf ich um Gottes Willen? Was pudelt? Ich weiß nicht, das Headset macht irgendwelche komischen Geräusche, aber es ist angeschlossen. Ja, wir hören dich. Okay. Keine Ahnung warum. Daher okay. Ja nicht, dass hier Schädelbasisbruch hier, es blutet aus dem Ohr oder so. Oh, irgendwas blutet hier in meinem Kopf. Oh, ich sehe schon. Games ist auch noch dazugekommen. Dann weiter mit Games. Games. Ich dachte, wir hören langsam mal was über PlayStation 5 Games. Nicht wieder was vom PC. Was hast du denn? Okay, ja, ey, wir können gerne kurz über PlayStation 5 Games, weil das Spider-Man-Game ist ultra geil. Das macht ultra Spaß. Also, der ist mit Miles Morales rumsingst, das ist eine absolut würdige Fortsetzung vom Spider-Man auf der PS4. Nein, gestern Abend und da, ja, dieses Samstagabendprogramm immer so showmäßig und so, ja, oftmals ausgelastet war in den früheren Jahren. Gestern Abend gab es eine größere Show tatsächlich auf Twitch und zwar von Scooey wieder organisiert. Ich erinnere euch vielleicht an letzte Woche, als ich einen Shoutout an Scooey hatte. Jetzt hat Scooey, der ja diese verschiedenen Escape from Tarkov Turniere gemacht hat oder macht, gestern das große Finale von Reserve Rumble gehabt. Also Reserve ist eine Map bei Escape from Tarkov. Ich glaube, mit sogar eine der ersten Maps, die es gab. Und da haben sich halt die Zweierteams qualifizieren können, ganz arg, durch einen echt längeren Prozess und alles. Und haben dann zweieinhalb Stunden, ich weiß, ich kriege es mir genau zusammen, Stunden Zeit eben über die Maps, über gewisse Server, also die haben ausgewählte Server, alle die gleichen, alle Teams und müssen da dann drüber rasieren sozusagen und haben dort dann eben als Aufgabe so viel Spieler wie möglich zu killen, also PMCs zu killen und da halt auch dann Raider oder normale Scuffs oder sowas, also wer jetzt das Spiel kennt, der weiß, wovon ich rede. Und das klingt jetzt erstmal so völlig Banane mit, ja, hier, lass die mal spielen und ja, dann guckt man beim Spielen zu. Aber Scooey hat das ultra gut mit seinem Team organisiert. Dazu hat er noch einen Co-Moderator diesmal dabei gehabt, und zwar den Meier. Ich weiß nicht, ob der euch schon mal was sagt, aber der Meier ging auch schon durch die Presse, weil der auch sehr viel soziale Projekte tatsächlich unterstützt und auch sehr vieles Soziales macht mit seiner Bekanntheit einfach, wo er da aus dem ganzen Twitch-Zeug und so zieht. Also ist auch einer der eher sehr, sehr bekannten Gesichter. Und das war ein absolut cooler Abend. Also ich habe da zugeschaut, ich habe da durchaus noch mitgefiebert. Ich habe da das sogar während der, das darf ich gar nicht laut sagen, ich habe das während der Fahrt ins Krankenhaus zum Impftermin, habe ich es laufen gehabt auf dem Handy, habe dort im Wartebereich sogar noch weitergeschaut und dann hinterher auch, weil ich es durchaus spannend fand. Einfach, aber zum einen, wie ultra gut einfach Scooey und Meier das moderiert haben, wie da dann das Team auch die Sachen dann immer live reingeschnitten hat und den Wechsel zwischen den verschiedenen Streams und den verschiedenen Streamer reinzuschneiden, wo gerade wie was passiert oder ob sich zwei Streamers da sogar battlen. Also es müssen auf jeden Fall immer Streamers sein, die da spielen. Mhm. Und am Ende des Abends dann, für mich dann das wirklich absolute Highlight, hat das Team Giant Ass Grasshoppers gewonnen. Und das besteht aus dem unfassbar coolen Slicks und aus dem unfassbar coolen Tony Nerd.
Und dem Toni schaue ich sowieso sehr gerne zu und dem Slicks auch. Ich habe mit beiden, die haben mich beide auch schon über eine Karte mal mitgetragen, wo ich dann meinen Rucksack dummerweise vergessen habe, voller Loot, aber ist egal, war von der Mission. Das sind absolut korrekte und super, super coole Typen und die haben ein Teamplay hingelegt. Chris. Das schreibt sich wirklich von. Also, und jetzt ist an dem Punkt, warum? Chris. Ja? Hast du einen von mir beiden erschossen, als du da mitmachen durftest? Nein, ich habe, Gottes Willen, ich werde den Teufel tun und mich da noch... Friendly Fire. Oder, ja, Friendly Fire gibt es ja da. Nein, aber was ich wirklich sagen möchte an der Stelle ist, diese Samstagabend-Shows und so, weil das einfach ja auch schon öfters hatten, die sind ja mehr oder weniger schon ein bisschen tot. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe gestern Schlag den Star geguckt mit Irina Hasanovic und mit Vincent Weiss. Das war sehr, sehr schön. Okay, Schlag den... Ja, okay. Aber... Da gibt es halt jetzt wirklich diese kleine Lücke. Und bei Twitch, das sind einfach Leute dann auch am Werk, die haben da richtig auch Bock drauf an dem, was sie machen. Und das hat man gestern wieder gemerkt. Deswegen, für mich war es für einen Samstagabend, es war wirklich wie so eine Game-Show mit gezielt, was ich angucken möchte auch. Ich bin da super dankbar dafür, weil ich fand es absolut Wahnsinn, wie es einfach organisiert ist, wie es ablief. Was da auch an wirklich Skill dann zu sehen war, wie man dieses Spiel auch spielen kann. Also ich spiele das ja auch sehr, aber halt, Herr Verwalter, also ich bin da meilenweit davon weg. Deswegen an der Stelle nur ganz kurz nochmal zusammenfassend. Richtig coole Sache, also die ganzen Turniere von Scooey sowieso. Deswegen nochmal ein Shoutout an Scooey und an den Meier in dem Fall auch, weil der als Co-Kommentator da dabei war. Und natürlich dann an den Slicks und an den Toni nochmal Gratulation zum Sieg. Der Toni hat auch die Einzelwertung gewonnen im Endeffekt. Der hat also am meisten Kills und Punkte gesammelt. Völlig irre. Also wenn man das Spiel selber spielt und auch sieht, wie die da durchrennen, völlig irre, völlig Wahnsinn, was man aus so einem Spiel rausholen kann. Und Escape from Tarkov ist immer noch eine Beta, ist immer noch nicht fertig und trotzdem wird das so gepusht und hat da so eine richtig coole Community drumherum, wo, also wirklich eine coole Community, weil die Leute helfen sich dabei. Und das sind Sachen, wo du denkst, so, okay, hast du nicht in jedem Spiel. Deswegen Faszination vom Spiel, sowieso Faszination vom Nicht alle helfen sich gegenseitig. Ich erinnere mich daran, dass hier jemand sehr gern mal da reinschnuppern wollte in das Thema. Dem wird nicht geholfen, seit einem halben Jahr nicht. Du könntest das immer noch sehr gerne machen. Nein, also wie gesagt, großes Shoutout für eine Samstagabendshow der etwas anderen Art, wahrscheinlich der moderneren Art auch. Und großen Respekt auch an allen, die da mitgemacht haben und natürlich an die Gewinner. Ja, ich glaube, das ist auch so, ja, die Zukunft des Fernsehens, dass sich das alles mehr oder weniger, ich sag mal, die Kids von heute gucken keine linearen Fernsehprogramme mehr, wenn ich das so sehe. Und ich meine, da gibt es ja Twitch. Ich weiß nicht, habt ihr auf Sky auch dieses Trendsport-Paket? Ich meine, da ist viel Scheiß dabei, hier so Weitwerk, hier so ein Jäger-Sender und sowas. Aber da ist eSports One dabei. Habt ihr den Sender? Bestimmt, ja, aber ich habe ja das keine komplett Ahnung, irgendwo bestimmt. Deswegen. Ja, weil da gucke ich nämlich auch ganz gerne. Also da ist natürlich häufig dieses übliche LOL, hier League of Legends und so, das gucke ich nicht. Aber das sind auch manchmal eben solche Sachen, da ist manchmal hier nicht Call of Duty, Counter-Strike und so weiter und auch Rocket League und so. Und die nehmen manchmal die Streams von den internationalen Turnieren, die wirklich top produziert sind, ja, mit Hin- und Herschalten und mit allem, und haben deutsche Kommentatoren, die das auch sehr, sehr, sehr gut machen. Aber ansonsten, ja, was natürlich Twitch und Livestreaming angeht, es wird ja im Sommer, weil ja die Gamescom ja wieder nicht stattfinden kann, wird es auch wieder die Gamevasion geben. Ich weiß nicht, ob ihr da letztes Jahr schon mal reingeschaut hattet. Die Gamevasion ist ein Zusammenschluss von diversen Twitch- und YouTube-Livestreaming-Kanälen aus dem Gaming-Bereich. Die Rocket Beans sind da mit dabei, dann sind hier die aus Berlin diverse dabei, dann Trimix und wie sie alle heißen. Und die machen zusammen ein großes Showprogramm, wo sie diverse Spiele machen, gegeneinander spielen. Und das ist auch so top und super und vom Kommentieren her. Und das macht wahnsinnig Spaß. Gibt es dann im August wieder parallel zur eigentlich stattfindenden Gamescom, wenn die Zeit gewesen wäre. Kann ich jedem empfehlen, da nochmal reinzuschauen. Können wir ja dann nochmal erwähnen. Und ja, machen wir. So, ja genau. So, jetzt haben wir genug mit Games erstmal. Und jetzt kommen wir in die Rätselecke. Das ist ja auch eine Art Spiel. Rätselecke. So, jetzt lehne ich mich mal zurück, trinke erstmal einen Schluck und höre mir mal das Rätsel an von der Kate. Los geht's. Skyfall ist der zweite James-Bond-Film, in dem ein Bond-Akteur eine Kugel
abgekriegt hat. Ja, richtig. Korrekt oder nicht? Ja. Richtig. Chris? Ja, ist korrekt. Wenn der Erik das sagt, das ist korrekt, dann ist es korrekt. Er ist der Bond-Freak. Das ist korrekt. Bonusfrage. In welchem wurde er das erste Mal verletzt? Wie heißt es? Ich sag niemals nie. Goldfinger. Nee, Goldfinger nicht. Das war der zweite. Nee, das war... Ich habe die Szene vor Augen, ich weiß nicht mehr. Was ich sag, nee, nicht, sag niemals nie, wie ist der? Sag's mal die Lösung. Feuerball. Feuerball? Okay, dann war ich auf dem falschen Teil. Ja. Okay. Oh, gibt aber keinen extra Punkt, ist nur eine Bonusfrage gewesen. Feuerball. So. Gibt keinen Punkt. Nun sind wir bei Harry Potter angelangt. Yay, Harry Potter. Ralph Fiennes mimt Bösewicht Lord Voldemort. Aber ja, ist richtig. Er ist nur einer von ist richtig. Insgesamt. Ja. Nein. Keine Nase. Ja. Keine Nase. Kann ich die Frage ja, zu Ende stellen, bitte? Aber er ist nur einer von insgesamt 6 Schauspielern, die ihn verkörpert. Richtig oder falsch? In dieser bekannten Filmreihe oder meinst du in irgendwelchen Nebenprojekten? Ja. Nein. Also in Ralph Fiennes mimt den Bösewicht Lord Voldemort. Er ist aber nur einer von 6. Der diese Rolle verkörpert. Chris, jetzt antwortest du zuerst? Nein, das ist falsch, das ist Quatsch. Ich sag auch, es ist falsch. Das ist aber richtig. Er ist nur einer der bekanntesten in diese Rolle. Er hat die quasi die Hauptszenen, aber es gibt mehrere Nebenschauspieler, okay. Die ebenfalls seine Rolle spielen. Das sagen die wieder nicht in dem Making-of, was ich auch geguckt habe. Mensch. Tja, siehste? Ich weiß mehr als du. Ja, klar. So, es steht weiterhin 1-0 für den Erik. Harry Potter machst du niemandem was vor. Ich weiß mehr als du. Ist korrekt. Also 1-0. So. Ja. Nee, 1-1. Ja. 1-1? Nein. Ja. Wieso? Was, wir haben beide die James-Bond-Frage richtig gehabt und beide falsche Harry Potter-Frage. Was ist mit euch los? Stimmt, Entschuldigung, 1-1. Warum wollt ihr dem Erik einen Punkt aberkennen? Das war ein Sympathiepunkt. Also 1-1. So, jetzt gehen wir zu Ferris macht blau. Ist es wahr, dass Charlie Sheen 48 Stunden am Stück wach ja. war, um authentisch auszusehen? Ja. Ja. Ich weiß alles über diesen Film. Ja. Gut, es steht also so mit 2-2. Und mit wem hat er gesprochen? Kommen wir... Was? Mit wem hat er gesprochen in dieser Szene? Keine Ahnung. Mit Jennifer Grey aus Dirty Dancing. Oh. Die Schwester von So, Iris, kommen wir also zur Schätzfrage. Die aufs Polizeirevier geht und dann sitzt der Typ da. So. Und der ja, das spricht. kommen wir zur Schätzfrage. Zur Sache, Schätzchen. Ja, die Schätzfrage bezieht sich auf den Film Shining. 42. Ach, Shining, nee. Ich dachte, 7 Darsteller haben okay. Voldemort. Wie oft wurde die berühmte Axtszene von Jack Nicholson gedreht? Bis sie komplett im Kasten war. Ich leg mal vor, ja. Da kannst du dann dich drüber oder drunter legen. 32 Mal. Ich will mich aber nicht unter dich legen. ich glaube tatsächlich nur 4 Mal. Oh Gott, ihr seid so süß. Tatsächlich ist aber der Erik am nächsten dran, oder zumindest näher dran, denn die Szene wurde insgesamt 127 Mal gedreht. Oh. Krass. Ja gut, Kubrick, der hat seine Schauspieler ja ziemlich getriezt, deswegen dachte ich, es muss eine hohe Zahl sein, aber ich habe so ungefähr gerechnet, was du so pro Tag drehen kannst, aber dann muss das ja über mehrere Tage gegangen sein. Ja, ich habe tatsächlich auch mal dazu so eine Art Making-of gesehen, aber ich glaube, es war eher so eine Art Dokumentation über diese Buchreihe und die Schauspieler, die konnten es irgendwann, die haben nicht mehr gekonnt irgendwann. Ja, da hat die so weit getrieben. Ja. Da hast du so völlig durchgedreht. Ja. Somit hat der Erik gewonnen. Wollen wir's? Ja. Hey. Moment. Glückwunsch, Erik. Ja, gib dir selbst Applaus. Ne? Pizza. Wollen wir es jetzt eigentlich so machen, dass es wieder an den Gewinner geht? Oder Chris, möchtest du mal wieder? Nein, mach ruhig. Alles mal, gut. Okay. Alles gut. Ich bin ein fairer Verlierer. Ich gehe jetzt in die Ecke weinen. Und, schluchz ein bisschen. Bitte. Okay. Ist schon okay. Du darfst aber deinen. Schon okay. Dein Musiktipp. Nächste Woche macht jemand anders die wahrscheinlich mit. Music.
Was hast du denn für einen Musiktipp? Damit würde ich mal von dem Schluss. Was ich für einen Musiktipp habe? Ich habe von Santos, Sido und Samra den Song Leere Hände. Ist das der Sido? Okay. Das ist der Sido, der, ja. Der Sido, weil die anderen zwei kenne ich nicht. Okay. Mhm. Santos ist ein Singer-Songwriter, Samra ist ein Rapper. Ist das, ach nee, das war Santiago. Ich finde ein ganz cooler Song. Also ich finde es ein Santiago, genau. Santiago. Santiago, noch eine Buddel von rum. Ja, war richtig Stimmung hier im Raum, ey. Oh, Leute. Nein, bisschen deutsche Mucke, aber ich finde es cool. Kate, was hast du? Ich habe mich für einen sehr alten Song entschieden, weil ich ihn einfach schön finde. Den kenne ich, der ist schön. Von Stained, It's Been a While. Den kenne ich, das ist super. Und ich habe mal was ganz, ganz Neues im Gegensatz dazu. Ich glaube, das wird so ein bisschen sommerhittig. Jetzt, den habe ich aber gerade auf so einem Streaming-Radio gehört gehabt, als ich was gespielt habe. Da kam da irgendwie so 2-3 Mal in der Schleife und den fand ich ganz nett. Von Super High, Following the Sun. Und weil jetzt die Sonne langsam wieder rauskommt und so. Ja, wie heute, wunderbar sonnig. Na, heute gerade nicht. Gestern auch nicht, als wir hier Grill aufgebaut haben, hat es ständig geschifft, ey, das war furchtbar. Oh, der Grill ist nice. Ja. Ich habe den Grill gesehen auf deiner Story, der ist nice. Wir haben den extra wegen dem roten Brustring genommen, habe ich gesagt, lass uns das mal nehmen und dann sonst prüfen, ob das heiß wird, das Blech an der Stelle. Und wenn es nicht heiß wird, klimmern VfB-Aufkleber drauf. Genau, das war und der einzige Grund, weshalb ich den, nee, es ist, ich habe einen Aufkleber drauf. Genau, yay. Also ist auch sonst ziemlich cool. Haben wir gestern schon eingeweiht. Ja, dann sind wir auch schon durch heute. Mensch, das war ja was. Kinos öffnen wieder. Eieiei. Super. Ja, voll gut. Da, das, da. Heavy breathing, sag ich nur. Heavy breathing. Echt. Ich hab jetzt quasi während wir hier aufgenommen haben, habe ich gerade eine Nachricht bekommen von dem Kumpel, der wegen den Terminen schaut für mich. Steht drinne. Zurzeit leider nur Zweitimpfung, keine Erstimpfung, du musst noch warten. Also wird es wahrscheinlich erstmal auf absehbare Zeit nichts für mich mit Kino, aber ja, ich habe für euch da Hoffnung. Und immer weiter probieren. Ja, definitiv. Okay, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Gibt es noch was anderes zu pluggen? Chris, habt ihr Pausentee oder sowas jetzt hier mit Eishockey, WM und so? Nichts? Oder? Nein, heute ist Spiel um Platz 3 für die Deutschen. Wird auch mal eine tolle WM gespielt. Ja, habt ihr eine neue Sendung oder sowas? Also, oder? Nein, gerade nichts geplant. Nee. Ist eher so Sommerpause. Das ist okay. Na gut, alles klar, dann macht's gut. Tschüss. Ciao. Huch. Tschüss. Was war das? Kaffee. Ja, das ist am Kaffee geschlürft. Ach so, ich dachte, du hast hier gerade Sprühsahne dir in den Mund reingesprüht oder so. Das war gerade so. Ja, das war auch mein Gedanke, aber ich wusste, dass wir keine da haben. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich deine Stimme höre, Erik, dann sprühe ich eine Sprühsahne in den. Sprühst du deinen ganzen Körper mit Sahne ein und reibst dich da. Aber nur, wenn ich deine Stimme höre, Erik. Also, in USA gibt es ja manchmal, im Film sieht man da so Sprühkäse. Habt ihr das mal gesehen? Ja, das ist geil. Das gibt's hier nicht. Auch schon. Ja, ja. Ist das wirklich gut? Doch, das gibt es hier tatsächlich auch. Ja, das ist bestimmt nicht gut. Nein, das ist super künstlich. Das ist total widerlich, aber das ist mega geil. Das ist bestimmt so Analogkäse. Ja, da kann man sich einfach mal einen Mund voll Käse nehmen so und vorbeigehen. So. Bis bald im Kinocast.